Jetzt geht's wieder weiter mit Assassin's Creed 2 auf der PlayStation 3. Wir haben hier noch ein paar Schatztruhen. Und ja, so ein Assassinengrab. Der vorletzte Assassinengrab. Ich würde sagen, wir gehen hier so rum, dann hier runter, dann hier lang und dann hier rein. Dann machen wir die linke Seite. Ready. Sorry. Ich bin sicher, ich habe, was ihr braucht. Wohl irgendwo dahin. So, hier hoch. Hier gibt es fantastische Metallarbeiten. Hat jemand meinen Gehilfen gesehen? Irgendwo ist hier. Na, wenn das kein lustiger Affe ist. Ein Schatz. Nein. Ah. Bin einfach blind. Das da ist nur eine Feder. Los, geh runter. So, Sperrgebiet, ich weiß. Da. Wo ist hier? Das Markenzeichen. Bank. Sehe ich hier das nicht? Hier bin ich hochgeklettert.
Ja. Okay, warte mal, wir klettern hier wieder hoch. Weil hier ist was easy. Ich muss ja auf Start drücken. Datenbank. Orte. Ich glaube, hier war nur der Assassinengrab. Wir gehen mal in den Assassinengrab rein. Ich glaube, das Gebäude rechts davon war dann da, wo wir was suchen müssen. Wo eine geheime Botschaft drin hängt. Easy. Das Geheimnis von Sant Marco. Die Rätsel der Baskilla in Sant Marco lösen und das Arasin-Siegel finden, was darin versteckt ist. Total easy.
Wie viel? Ich denke, es geht um Zeit. Okay, dann ist es nicht mehr easy. Ich bin hier richtig. Ich hoffe, dass ich hier richtig bin. Ja, wieso gehst du nicht? Wie geht denn das? Meine Hängebrille sind rückwärts zu springen. Hab ich doch gemacht. Okay. Wenigstens wissen wir jetzt, wie der Weg geht. Wenigstens wissen wir jetzt, wie der Weg geht. So, hier hoch, hier lang, hier lang, hier lang, hier. Ah, fick dich. Fick die Henne, ohne Scheiß.
Hasse es ohne Scheiß, wenn er abrutscht oder wenn er falsch springt. Los, hopp, und er ist hoch. So. Jetzt hier hoch, hier hoch, hier hoch. Bam, 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 bam. So, jetzt hier lang. Hab. Jetzt hier lang. Jetzt hier dreimal rumspringen. Ne, viermal. Ich könnte ausrasten, Lutschak. Ich könnte ausrasten. Los rüber! Los, Knabe! So, jetzt bist du dran. Bam, 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 bam. Okay. Keine Ahnung, wie wir das machen. Hier lang, hier lang, hier lang, hier lang. So, jetzt sind wir eine Etage höher, das ist okay. Dann irgendwie hier lang. So, okay. Rückwärts. Okay, das war easy. Das war easy. Jetzt noch der letzte Schalter. Alter. Really?
Ich hab die Hälfte schon wieder vergessen. Festhalten, rüber, hoch. Hä? Ja, ich muss jetzt hier. Ja, klar. Lange. Finden wir den Ausgang. Easy. Das Geheimnis von Santa Marco. Geheiligt werden dein Name. Dein Wille geschehe. Dein Reich soll kommen. Ich weiß nicht, ganz ehrlich, ich bin ja nicht katholikisch oder evangelisch. Ich hatte immer Norm. Wenn man nicht Religion hatte, hat man Normunterricht gehabt, glaube ich. So. Ja, San Marco, das haben wir schon. Ja, nee, ich muss Start drücken. In Datenbank, Gebäude. Ist es das Gebäude? Nee. Da hinten ist das Gebäude. Seiner Majestät hat der untere Rat erlaubt, dass die Handelswege mit den Hafenstädten der Piratenküste wieder geöffnet werden. Eine Vereinbarung, die euren Schutz garantiert, wurde mit dem B unterzeichnet. Naju, lass die nicht das. Dass alle Bürger, die ihre Lagerkeller vergrößern wollen, zunächst Planungserlaubnis einholen müssen. Okay, das ist easy.
Der Bunker. Geht es jetzt um Hitler? Zweiter Weltkrieg. Passwort eingeben. Okay, da haben wir wieder so ein Dreieck. Jetzt suchen wir nur noch eine. Ist das eine 7? Sieht so aus, oder? Unten auf dem Bunker? Da. Neun, ein W und die 1 ist so ein scheiß Ding. Ja, das ist so richtig. Das ist doch eine 7 da unten. Neun. Ja. Eins. Ja. Sieben. Ja. Okay, so gehört. 2. Mai 1945. Der Krieg ist vorbei und wir haben die Kontrolle wie geplant. Aber leise Zweifel kommen auf. Ich habe Meldung von unseren Agenten in Berlin erhalten. Hitler soll seinen Doppelgänger im Bunker hingerichtet und C. mit den Ehensplitter am Treffpunkt aufsuchen. Aber es ist schon 3 Tage her. Und er ist bis jetzt immer noch nicht erschienen. Irgendwas muss schief gegen er gegangen sein. Bitte schicken Sie neue Anweisungen. Er ist C. Sie fabrizierten den Krieg. Sie stellten den Frieden her. Aber sie sollten nicht damit davonkommen. Finde unsere Markierung. Hier. Passwort gefunden. So, dann haben wir noch 3 Stück. Und dann haben wir auch das fertig. So. Ja, hier unten noch ein Schatz. Bedenkt, dass die umstrittene Sondereien im Süden von allem gewerblichen Handel ausgeschlossen werden, bis uns der Heilige Vater andere Weisung schickt. Okay, das war falsch. Mal hier hoch. Ugh!
geht vor. Ma quanto sei bella! Wow, da gerade zufällig ein Mann, der auf dem Wasser auf ein bisschen Gesellschaft. Müsst ihr mal abspannen. Ich brauche das, kann ich nicht. Den da kenne ich, bin ich sicher. Bella, bella, bella! Wie wär's mit uns beiden? Noch so ein Kasper. Geh, Idiota. Okay, das geht nicht. Ist es auch der Turm? Nee, nicht Optionen. Speicher. Datenbank. Orte. Als Wachturm bebaut. Okay. Wenn mal was... Björn. Hmm.
Bleibt hier. Andiamo. Eine Minute, bitte. Ich weiß nicht, aus welchem Loch du gekrochen bist, aber du hinterlässt eine Spur, die nach Riedenscheibe stinkt. Ich hab dich im Auge. Also halt dich aus Ärger raus, Capito? Dem haben wir ordentlich Gottes Furcht eingeprügelt, wie? Er hat es nicht anders verdient. Wartet. Was soll ich denn sagen? Ich habe eben gerade im Internet geguckt, wie man in den Turm hochklettert. Und ganz ehrlich, hätte ich nicht gefunden. Man kann hier irgendwie an der Seite hochklettern. Hätte ich nicht gefunden. Nuschuk hätte ich wirklich nicht gefunden. Es wird schwerer. All die Schmerzen der Zeit. Es tut zu weh. Sie sieht, wie ich ein Messer hebe. Nur noch ein bisschen länger. Synapsen. Medizinarchiv. So wird natürlich verweigert. Am Anfang. Schöpfung. Genesis. Fünf. Das heißt also 6 und 3. 0. Die Organisation will die Splitter. Sie hat ihre Macht gekostet. Aber was waren die Splitter? Warum funktionieren sie so gut? Als wäre unser Verstand für sie gemacht. Gemacht, um zu gehorchen.
Ausgabe 1. Januar. 2012. Die Welt der Wissenschaft hat heute veröffentlicht Erkenntnisse einer neuen neurologischen Studie bewiesen. Begeistert aufgenommen. Was zuerst eigentlich Nachrichten zu scheinen, nämlich dass Dr. Iwu und Dr. P.J. Trauneau einen neuen Neurotransmitter entdeckt haben, entpuppt sich als Spitze eines Eisbergs. Um Dr. Wu zu zitieren, mit den Prototypen einer DMRI-Maschine konnten wir die Inhalte einer Neuros in lebendigen Gewebe analysieren. Wir fanden eine Substanz, bei der es sich um einer besonderen unbekannten Neurotransmitter handeln scheint. Hier wird es verrückt. Um unsere Erkenntnisse zu prüfen, haben wir das Neuro allen möglichen Reizen ausgesetzt. Aber wir brachten es nicht dazu, den Transmitter auszusenden. Also haben wir eine ganze Mechanologie entdeckt. Es gibt inaktive mit den Neuromittler gefüllten Bläschen und dazu passenden Lokalen. Beides ohne erkennbaren Zweck. Wegen ihrer Zweifel, ob die natürlichen Auslesungen nicht benötigen Transmitter hervorgeben würde, sucht Wu und Trandarab nach Vorläufen bei einer neuen anderen Spezies ohne Erfolg. Wofür diese Schillen auch gut ist. Er hat sich in den Menschen entwickelt, sagte Dr. Tauroro der Presse. So, noch zwei Stück und dann haben wir die Wahrheit. War ich ja irgendwie hoch? Wenn wir hier sowieso runterspringen, dann sind wir tot. Aber ich würde sagen, wir beenden den Part. Und morgen gehen wir ja hier lang. Ja, ich würde sagen, wir gehen zuerst zu diesem Aussichtspunkt. Ja, aber morgen. Also ich bedanke mich, wünsche euch schon einen schönen Tag und nicht vergessen, Support, Kanal, Daumen hoch, kommt auch runterlassen und morgen geht's weiter. Also bis morgen. Tschüss.